Ja, Gottes Liebe to go in deinem Umfeld. Also wenn du heute erwartet hast, im Gottesdienst, du kommst im Gottesdienst und du denkst, so heute kriegst du den Masterplan. Heutzutage redet man ja viel von Masterplänen und so weiter. Also wenn du gedacht hast, heute kriege ich den Masterplan, wie ich alle Menschen in meinem Umfeld zu guten Christen mache, ich glaube, da musst du dich heute enttäuschen. Das werde ich heute nicht machen. Stell dir mal vor, du stehst morgens früh auf, du bist noch ganz schlaftrunken, du schleppst dich ins Bad und auf dem Weg zum Bad checkst du wie immer deine Nachrichten, natürlich dein Smartphone, dein treuer Freund ist ja immer dabei und dann checkst du immer so deine Nachrichten und da du ja auch regelmäßig hier in die Heftchurch kommst, weißt du ja, dass da immer das Aktuellste alles so drauf ist, was für ein Thema so kommt und so. Und dann guckst du da drauf und hast dir aufgefallen, oh, diesen Sonntag, da geht es ja um mein Umfeld. Gottes Liebe to go in meinem Umfeld. What? Du bist noch total verschlafen. Also du bist immer noch unterwegs zu deinem Bad. Ja, morgens kann es ja ein bisschen länger dauern, so mit halb zu den Augen. Und sagst so, ja Herr, zeig mir doch bitte den Menschen, der dich heute am dringendsten braucht. Und dann stehst du vor deinem Badezimmerspiegel und guckst dich an und denkst, welche Creme muss erfunden werden, um dieses Gesicht alltagstauglich aufzubereiten? Also wo bitteschön kommt da Gottes Liebe vor und to go schon mal gar nicht? Ist Gottes Liebe überhaupt alltagstauglich? Ist Gottes Liebe das, was ich wirklich in meinem Leben umsetzen kann? Oder ist das nur was Theoretisches? Kann ich mich darauf verlassen, wenn es mir mal schlecht geht? In den letzten Wochen haben wir uns ein bisschen ausführlicher über Gottes Liebe unterhalten. Ja? Und in deiner Ehe, in deiner Familie, in der Gemeinde. Und weißt du, was Gottes Liebe immer tut? Was Gottes Liebe immer tun muss? Sie verändert. Gottes Liebe muss verändern. Es ist unmöglich, dass du sagst, dass du Gott liebst, aber Gottes Liebe verändert dich nicht. Also es ist unmöglich zu behaupten, dass du Gott liebst, aber nicht mehr das offene Gespräch mit deinem Partner zu Hause suchst und eine Ehescheidung riskierst. Es ist auch unmöglich zu behaupten, Gott zu lieben, aber zu Hause bei dir herrscht nur Streit und Hass. Und du bist der, der federführend sogar Streit und Hass schürt. Es ist unmöglich zu behaupten, ich liebe Gott. Und über Jahren schimpfst du nur über Gemeinde und über irgendwelche Pastoren und sonst was, liegst mit allen möglichen Menschen im Clinch. Und du bist nicht bereit zu vergeben. Und genauso ist es unmöglich zu behaupten, dass man Gott liebt, aber seinem Umfeld die wichtigste Botschaft überhaupt verschweigt, nämlich, dass Gott Menschen liebt. Gott liebt Menschen. Gottes Liebe to go in deinem Umfeld. Und weißt du, wo ich mir sehr sicher bin? Dass so alle, die hier drin sitzen, dass ihr euch schon ganz viel Gedanken drüber gemacht habt. Dass sich diese Thematik schon umgetrieben hat. Was ist die richtige Methode? Wie mache ich es denn richtig? Ja? Und schon tausendmal hast du dir fest vorgenommen, hast gesagt, Herr, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Das hast du vielleicht schon mal so gebetet sogar. Hast gesagt, Herr, ich möchte ein Zeuge für dich sein. Und dann redest du mit Menschen über deinen Glauben, über deine Einstellung. So, und du merkst, du wirst vielleicht nicht mal ernst genommen oder es haben dir vielleicht schon mal Leute gesagt, ja, Moment mal, ist das nicht ein bisschen intolerant, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Ich muss immer wieder feststellen, das habe ich auch schon erlebt, da habe ich mal eine Sendung durch Zufall, sogar auf Kika lief das mal, vor Ostern, habe ich mal geschaut, und da wurden die drei Weltreligionen dargestellt. Und da wurden so drei Kids genommen und jeder hat so über seine Religion, also über das Christentum, über das Judentum und über den Islam und so weiter. So, und am Ende die Schlussfolgerung, jeder hat zu sein Zeug ganz gut erklärt, ganz gut recherchiert auch so. So, und am Ende kam raus, naja, unterm Strich beten ja eh alle den gleichen Gott an. Es kommt ja nicht drauf an, ob du halt, in die Moschee gehst oder was du machst. Und
Ja, und am Ende kam raus, ja, letztendlich ist eigentlich wurscht, was du glaubst. Ja? Also schön tolerant ist ganz wichtig, jeder soll tolerant sein. Und wenn du aber in irgendeiner Weise sagst, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dann könnte es sein, dass einige sagen, das ist nicht tolerant. Aber darf ich dir was sagen? Das ist mir sehr wichtig, das ist mir wirklich sehr wichtig. Also ich habe zweimal, sage ich glaube ich, in der Predigt, dass es mir sehr wichtig ist. Und hier das erste Mal, das ist mir jetzt sehr wichtig. Engagierte Christen sind nicht dazu aufgerufen, tolerant zu sein. Engagierte Christen sind dazu aufgerufen, Liebe zu üben. Ja? Ich wiederhole das gerne nochmal, weil es mir wirklich sehr wichtig ist. Engagierte Christen sind nicht dazu aufgerufen, tolerant zu sein, sondern engagierte Christen sind dazu aufgerufen, Liebe zu üben. Also falsche Toleranz ist lieblos. Falsche Toleranz lässt andere im Regen stehen. Falsche Toleranz lässt alles einfach so unverändert zurück. Liebe dagegen opfert sich auf. Und in den letzten Wochen, da ging es um die göttliche Liebe, um die Agape-Liebe, die bereit ist, für den anderen das Leben zu geben. Also Gottes Liebe ist eine Liebe, die nicht nur dich, dein Ehepartner und deine Familie oder deine Gemeinde auf dem Schirm hat. Nein, Gottes Liebe möchte auch dein Umfeld verändern. Gottes Liebe möchte dein Umfeld prägen. Es möchte es transformieren, es verändern. Du in deinem Umfeld sollst durch Gottes Liebe was verändern. Und überall, wo Gottes Liebe gelebt wird, da verändert sich was. Da verändert sich immer was, wo Gottes Liebe gelebt wird. Und jetzt nochmal zu deinem Entschluss oder dein Gebet, dass du gesagt hast, ich möchte ein Zeugnis für Jesus sein. Ist doch toll, oder? Auf folgenden Vers möchte ich dazu aus der Bibel vorlesen. Und zwar aus dem Neuen Testament. Das ist im zweiten Teil, etwa ziemlich weit hinten steht er. Und zwar im ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 10. 1. Johannes 5, Vers 10. Da ist folgendermaßen: Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also, ich will nochmal auf diese erste Passage von diesen Versen eingehen, die ich eben gelesen habe, von diesem ersten Satz aus Vers 10. Es geht nicht darum, dass ich für ihn Zeugnis gebe. Es geht nicht darum, dass ich für ihn Zeugnis gebe, sondern er in mir. Das ist ein großer Unterschied. Ob ich einfach irgendwas machen will oder ob ich sage, du sollst durch mich Zeugnis sein. Das heißt aber auch, wenn du dieses Zeugnis in dir hast, wenn du Jesus kennst, dann bist du immer ein Zeuge. Du bist immer ein Zeuge. Auch wenn du vielleicht manchmal ein falscher Zeuge bist, ja? Es kommt immer darauf an, wer im Mittelpunkt deines Zeugnisses steht. Wer steht bei dir im Mittelpunkt? Also wenn Andi im Mittelpunkt des Zeugnisses steht, dann kann ich euch ganz genau sagen, ich werde grandios scheitern und durchfallen. Ich werde daneben liegen. Ich werde daneben liegen. Es geht darum, Jesus zu verwirklichen. Wenn ich ein Zeugnis gebe, geht es immer darum, Jesus zu verwirklichen und nicht sich selbst. Jesus muss immer im Mittelpunkt stehen. Also, wenn Menschen mit dir sprechen und am Ende sagen, oh, das war doch, was für ein cooler Typ. Und nur dich im Kopf haben, vielleicht ist ein bisschen was verschoben geworden in deinem Gespräch. Also wenn Menschen mit dir sprechen und du mit ihnen über Jesus redest, dann sollen sie eigentlich im Idealfall sagen, Mensch, Jesus,
den würde ich mal gerne kennenlernen. Wenn der den Andi verändert hat, wenn der das geschafft hat, vielleicht gibt es ja noch Hoffnung für mich. Also wenn du dieses Zeugnis in dir hast, musst du nicht für ihn Zeugnis geben, sondern er, Jesus, gibt Zeugnis durch mich und durch dich. Das heißt, dass Menschen, denen du in deinem Umfeld begegnest, lesen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht in der Bibel. Ja, vielleicht haben sie zu Hause eine stehen, aber sie lesen nicht darin. Sie gehen sehr wahrscheinlich auch in keinen Gottesdienst. Sie sehen sich wahrscheinlich auch keine christlichen Sendungen an oder schauen sich auf YouTube Ulrich Parzani an oder sowas. Ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die einzige Chance für viele bist du, damit sie Gott kennenlernen. Die einzige Chance, Charaktereigenschaften von Gott zu erfahren für dein Umfeld, das bist du. Was du ihnen vorlebst, so wie du ihnen das vorlebst, so werden sie zunächst über Gott denken. Und solltest du glauben, dass du aus deiner Kraft Menschen oder mit Argumenten oder wie auch immer andere überzeugen kannst, dann liegst du falsch. Der Einzige, der uns befähigen kann, Zeugnis zu geben, das ist Jesus selbst. Und wenn du glaubst, dass der Erfolg, wie viele Leute vielleicht dir zujubeln oder zuschreien, sagen, ja Mensch, bist du ein toller Kerl, ja ich wollte schon immer eine Entscheidung für Jesus treffen oder sowas, dass der nur von dir abhängt, dann wirst du irgendwann frustriert aufgeben, du wirst sagen, ich kann nicht mehr. Das ist absolut unglaublich. Aber Gott möchte durch dich reden in deinem Umfeld. Du als Mensch, der Jesus nachfolgt, darfst Gott in der Gesellschaft eine Stimme geben. Ist das nicht der Wahnsinn? Noch ein Vers, der mir persönlich sehr hilft, den ich sehr gern habe. Und als ich den das erste Mal gelesen oder so richtig verstanden, also auch so viel mal verinnerlicht habe, das war echt krass für mich. Der steht nämlich in Epheser 2,10. Merk dir mal diesen Vers. Also immer wenn du vielleicht so ein bisschen frustriert bist oder so und denkst, ah Mensch, das hat nicht geklappt und oder irgendwas. Also wenn du mal ein bisschen frustriert bist, dann lese mal Epheser 2,10. Da schreibt Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Jetzt gibt es da eine Sache. Es gibt noch eine Sache, das ist ein Haken. Gehorchen wir oder gehorchen wir nicht? Gott hat alles für uns vorbereitet. Er sagt, hey, ich habe alles für dich vorbereitet. Du musst dich nur jeden Tag entscheiden. Möchtest du mit Jesus leben, ja oder nein? Möchte ich das tun, was Gott will, oder möchte ich nicht das tun, was Gott will? Das musst du entscheiden. Jetzt könntest du ja auf die Idee kommen, dass Gott ja vielleicht gar nicht will, dass du von ihm redest. Ja? Dass du sagst, bin ich gerade so eine Spezie, dass Gott vielleicht sagt, also ich will, ja, besser ist, wenn er nichts sagt. Ne? Dann rede ich dir nicht so viel Schaden an oder sowas, keine Ahnung. Oder du sagst vielleicht, das sollen die Profis machen, die eine Bibelschulausbildung haben oder die ein apologetisches Seminar besucht haben oder sonst was gemacht haben oder die irgendwie gebildet sind oder weiß ich was, ja? Die besonders Begabten, aber ich bin auch immer schon hinten dran und so und ich bin einfach nicht so gut. Aber weißt du, was der erklärte Wille Gottes ist? Was der erklärte Wille Gottes ist? Der erklärte Wille Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden. Also wenn die Bibel von Errettung spricht, dann meint sie, dass Menschen, die für Gott tot sind, also wirklich tot, ja, lebendig gemacht werden. Also jeder Mensch, der eine Entscheidung für Jesus trifft, über den sagt die Bibel, er ist vom Tod
zum Leben durchgedrungen. Und er wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist Gänsehaut. Wenn ich jedes Mal, wenn ich das lese, denke, boah, ich muss nicht mehr sterben. Ich habe mich das meinen Sohn gefragt. Ja, wie ist das und so weiter? Dann habe ich gesagt, weißt du was, Noah? Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir nie sterben. Also selbst wenn wir sterben, wir sind nicht tot. Ja, erklär das mal einem Fünfjährigen. Das war eine sehr spannende Diskussion. Aber merkst du gerade, wie brisant das ist? Also es geht nicht da um ein bisschen falsch interpretierter Toleranz. Nein, es geht um Leben und Tod. Also Liebe üben heißt, nicht den Mund zu halten und den anderen einfach zusehen, wie er ins Messer läuft. Das wäre total rücksichtslos. Das wäre lieblos. Also wisst ihr, Leute, es gibt wenig Momente, wo ich wirklich schreie. Also wo ich wirklich schreie. Also wirklich, da seht ihr mich schreien. Wenn ich eines meiner Kinder, und das passiert manchmal, ist schon ein paar Mal passiert, wenn ich sehe, wie die zu nah auf der Straße oder beim Auto sind, dann schreie ich wirklich. Und ihr seht mich nicht nur schreien, ihr seht mich laufen. Ja, Eltern verstehen mich vielleicht. So, da sage ich nicht, ja Mensch, da stehe ich aber drüber, so tolerant bin ich doch. Jeder soll doch seinen Weg gehen, ne? Jeder muss doch seinen Weg finden. Er muss doch sehen, dass das wie so ein Stoßfänger auch mal ganz nah aussieht oder weiß ich, so ein Radkasten, kann doch nicht schaden. Nein, da hört es bei mir auf. Da sage ich, nein, stopp! Warum tue ich das? Weil ich meine Kinder drangsalieren will, weil ich sie ärgern will? Nein, weil ich sie liebe. Ich liebe meine Kinder. Und deswegen mache ich das. Das erklärt mein Verhalten, auch wenn Passanten sagen, der Vater ist total verrückt geworden. So denkst du, alles klar, okay, wie kann ich das jetzt anwenden? Morgen ist wieder Montag, morgen sitzt da wieder mein Chef im Büro und so weiter. Reicht das, wenn ich 10 Menschen in der Woche das Evangelium erklären soll? Müssen es 20 sein, müssen es 30 sein? Muss ich es der ganzen Welt erklären? Soll ich Fernsehprediger werden? Soll ich mich bei einer Bibelschule anmelden, um möglichst effizient zu sein? Wie mache ich das jetzt? Ich schaffe das doch nie. Richtig, das haben wir doch schon gelernt, die Lektion. Du schaffst das nicht. Du schaffst es nicht. Aber er in dir schafft es. Oder er durch dich, der schafft das. Und da gibt es einen entscheidenden Indikator. Und da sage ich jetzt zum zweiten Mal in dieser Predigt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. Es gibt einen entscheidenden Indikator, der sehr, sehr wichtig ist. Deine Liebe zu Gott ist gekoppelt an die Liebe zu deinen Mitmenschen. Also deine Liebe zu Gott ist gekoppelt an die Liebe zu deinen Mitmenschen. Wer alle Menschen hasst und gegen jeden was hat und behauptet, Gott zu lieben, der lügt. Gottes Liebe ist eine Liebe, die dich bewegen soll. Es ist eine Liebe to go. Ja? Es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er gab ihn hin. Er hat ihn hingegeben in Johannes 3, Vers 16. Gottes Liebe ist eine Liebe, die sich total hingibt, die nichts zurückhält, noch nicht mal seinen eigenen Sohn. Und wisst ihr was? Da, wo Gottes Liebe nicht die Sünde zerstört, da zerstört die Sünde Menschen. Weißt du, wovon ich immer mehr überzeugt bin? Umso länger ich lebe, ich meine, ich lebe ja noch gar nicht so lange, das sind ja ein bisschen mehr als 30 Jahre, das ist ja eigentlich fast gar nichts, ne, würde man jetzt so sagen. Ja. Je länger ich in Gemeinde und Co. unterwegs bin, glaube ich immer mehr, dass unter Christen und Gemeinde jede Art von Sünde, Gemeinheit und Intrige stattfindet, wie auch in der Gesellschaft. Der Grund ist, dass nicht zugelassen wird, dass Jesus die Sünde zerstört, sondern dass Sünde Menschen zerstört. Und ich finde, Sünde kann so ein scheußliches und hässliches Gesicht haben. Und wenn wir zulassen, dass uns Sünde zerstört, dann haben wir ein Problem. Aber wisst ihr was?
Es gibt das Kreuz. Es gibt das Kreuz. Und weil wir an dieses Kreuz glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, gibt es da einen, der sagt, weißt du was? Ich zerstöre die Sünde. Die Sünde muss nicht dich zerstören, sondern ich zerstöre die Sünde. In 1. Thessalonicher 5,19 schreibt Paulus Folgendes zu den Christen in Thessalonich. Er sagt, betrübt oder dämpft nicht den Heiligen Geist. Also bremst nicht den Heiligen Geist aus. Auch wir als Christen stehen jeden Tag in der Gefahr, genau das zu tun. Ich bin sehr dankbar, dass ich eigentlich fast jeden Tag an die Arbeit gehen darf. Ich meine, zurzeit, wisst ihr, ich bin ja in Elternzeit, wirklich ein tolles Leben. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich auch an die Arbeit gehen darf und dort mit Menschen zu tun haben darf, so mit ganz normalen Menschen, die auch irgendwie sich da durchschlagen durch den Alltag und so, die ähnliche Probleme haben wie ich manchmal und so. Und über die Jahre habe ich einen Lernprozess machen müssen. Ja? Da habe ich gelernt, beziehungsweise ich musste kapieren, dass nicht ich Menschen überzeugen kann von Jesus, sondern nur der Heilige Geist in mir, durch mich Menschen von sich überzeugt. Also ich bin nicht jemand, der seine Brotdose komplett mit Bibelversen zugeklebt hat oder ich trage auch keinen christlichen Anstecker irgendwie, ist auch alles okay, ich habe auch keinen Fisch auf dem Auto oder sowas, ist auch okay, also nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht und sagt, hier, das oder so, ja, nur, dass ich richtig verstanden werde, aber ich glaube, dass Gott meine Gespräche vorbereitet, ich glaube, dass Gott über dem steht. Also wenn du über Jesus reden konntest, vielleicht kennst du das, wenn du über Jesus geredet hast und auf einmal spürst du, oh, nachher, ich glaube, das war gar nicht ich, das war er. Dass ich da überhaupt ins Gespräch gekommen bin, warum bin ich da überhaupt ins Gespräch über ihn gekommen? Das weiß man gar nicht, hinterher selber gar nicht mehr so genau, aber das sind eben so Momente, wo Gott sagt, hey, da will ich mich durch dich verherrlichen. Ja? Das ist auch, wo Paulus sagt, er sagt, wo ich schwach bin, da ist er stark. Das ist doch total, das macht überhaupt keinen Sinn. Wo ist denn da der Sinn? Aber er sagt, genau, also wo ich schwach bin, wo ich sage, hey, da bin ich schwach, da ist er stark. Überleg doch mal, wo sind deine Schwächen? Wo denkst du, das sind meine Schwächen? Und weißt du, was Gott auf der anderen Seite sagt? Er sagt, genau durch deine Schwächen, da will ich dir zeigen, dass ich stark bin. Weil wo du denkst, du bist stark, da könnte es sein, dass du vielleicht mal auf die Nase fällst. Noch ein kleiner Tipp. Die Menschen in deinem Umfeld, das sind keine Missionsopfer. Ja, so freiwillig für dich. So, hier, ne? Komm jetzt her, so nach dem Motto, so, jetzt kenne ich dich seit 10 Minuten und ich habe dir immer noch den ganzen Heißplan Gottes dargelegt und so weiter. Also, die Menschen in deinem Umfeld, die werden sehr schnell merken, ob sie einfach nur Opfer sind und ob du endlich mal zum Zuge kommst und deine ganzen christlichen Weisheiten, die du endlich nacheinander gereiht, alle mal so auftischen kannst, oder ob du sie wirklich liebst, ob du diese Menschen lieb hast. Also wenn du deine Mitmenschen nicht liebst, wenn du deine Mitmenschen nicht liebst, wirst du ihnen nicht authentisch einen liebenden Gott groß machen können. Das wird unmöglich sein. Sei kreativ. Liebe macht kreativ. Denk dran an dein erstes Date oder so. Ja? Zeig echtes Interesse für deinen Mitmenschen. Nur nicht nur, damit du ihnen später, da 5 Minuten später das Evangelium erklären kannst, sondern weil dir die Menschen wichtig sind. Ja? Sehe den Menschen, entwickle Freundschaften mit deinen Kollegen, in deinem Verein, mit deinen Nachbarn, mit den Leuten, die du triffst in deiner Umgebung. Sehe die Menschen in deiner Umgebung eben als Menschen und nicht als Opfer, die auch Interessen haben. Ja? Sei nicht besserwisserisch, immer belehrend, ja, ich als Christ, ich weiß ja immer sowieso alles. Ja? Das wird schlecht ankommen. Versuch denen nicht zu erklären, was du selber nicht verstehst. Also nur weil du 3 Vorträge über Evolution und Schöpfung gehört hast, bist du kein Experte. Gib Schwächen zu.
Sei kein angeblicher Mr. Perfect. Das wird dir kein Mensch abnehmen. Ja? Aber lade deine Nachbarn ein, lade deine Freunde, deine Bekannte, deine Kollegen ein, lade sie wieder nach Hause ein, rede mit ihnen über Fußball, über Garten, über deinen Beruf, über alles Mögliche. Zeig ihnen in erster Linie, das ist das Allerwichtigste, zeig ihnen in erster Linie, dass du sie lieb hast. Ja? Das ist das Wichtigste. Also abschotten wäre ein fataler Fehler, so nach dem Motto, da draußen die böse Welt, soll sie doch untergehen, ist mir doch egal, ich lebe hier in meinem christlichen Dunstkreis und der Rest soll eben in die Klinge springen, ist mir doch egal. Das sagst du vielleicht natürlich nicht so, aber dein Verhalten kann schnell so sein. Da gab es ja diesen Spruch, der ungefähr so lautet, ich weiß nicht, ob ich den im Wortlaut wiedergeben kann, aber irgendwie so gab es mal so einen Spruch, der hieß, also du musst 5 Jahre in der Gemeinde sein, um keinen Freund mehr zu haben, der Jesus nicht kennt. Ja? Weil du dich dann so in deinem christlichen Dunstkreis da so bist aufgeblüht und am Ende kennst du nur noch Christen und bist nur noch unter Christen und du kennst niemand anders mehr als nur noch deine Christen. Ja, ja, super, es ist toll, es ist ganz toll. Aber ich glaube, das ist nicht unser Auftrag. Also ich persönlich finde, also ich weiß, vielleicht ist es auch zu kritisch, ich keine Ahnung, aber ich glaube, wenn du mehr als 3 Abende in der Woche in der Gemeinde bist und nicht nur mit irgendwelchen Bibel und was ich, alles gut, gar keine Frage. Also ich glaube tatsächlich, dann solltest du vielleicht ernsthaft überlegen, mindestens mal 1 Tag in der Woche Leuten aus deinem Umfeld zu widmen. Ja, Menschen, die du nicht in der Gemeinde triffst. Menschen, die du eben in der Nachbarschaft triffst oder deinen Kollegen oder wie auch immer, die mit deiner Gemeinde nichts zu tun haben. Es geht nämlich zu schnell, dass wir in unserem frommen Dunstkreis leben und die Welt da draußen vergessen und ihre Nöte. Und dass wir nicht mehr die Realität sehen. Ja? Also lese auch mal die Tageszeitung. Informiere dich über das Weltgeschehen. Also wenn du immer hinter allem nur eine Verschwörung und eine böse Theorie siehst oder denkst, ach, da werden doch eh nur Fake News verbreitet und es ist alles so schlimm geworden und bald kommt eh der Antichrist und da muss man sich nicht mehr so anstrengen vielleicht oder was ich was. Nein, dann wirst du irgendwann nicht ernst genommen werden. Du wirst irgendwann nicht mehr ernst genommen von deinen Kollegen und von den anderen aus deiner Umgebung. Weil die sagen, hey, das ist irgend so ein abgefahrener Spinner, was soll ich mit dem anfangen? Mit dem kann ich über nichts reden. Dem kann ich ja nicht mal über die Bundesliga-Ergebnisse reden. Also Menschen in deiner Umgebung wird nicht dein Job, dein Haus, deine Frau, deine Kinder oder deine offensichtlichen sonntäglichen Ausflüge in den Gottesdienst interessieren oder überzeugen. Das Einzige, was sie überzeugen wird, ist Gottes Liebe. Weil Gottes Liebe eine Liebe ist, die sich aufopfert, die kreativ ist, die gesprächsbereit ist. Sie ist nicht nachtragend und sie fordert nicht nur. Und weißt du, wie sich Gottes Liebe heute zeigt? Weißt du, wie sich Gottes Liebe heute zeigt? Durch dich. Durch dich möchte er sich zeigen. Also überleg mal, wenn Gottes Liebe dich schon gerettet hat und mich schon gerettet hat, warum sollte sie es auch nicht beim Nächsten tun? Bei deinem Nachbarn? Bei deinem Kollegen, bei deinem Schulkameraden, dass ich bei deinem Vereinskollegen gegen Tennis spielst oder wie auch immer. Also in der Methodik, wie du von Jesus und seiner Liebe redest, in deinem Umfeld, da ist Gott ziemlich großzügig. Ja? Die Methodik ist gar nicht so entscheidend. Aber die Botschaft muss immer klar sein. Also Form müssen immer wieder neu überdacht werden und durchdacht werden. Aber die Inhalte, die dürfen nicht aufgrund der Form zu kurz kommen. Das wäre betrügerisch und lieblos. Das soll wohl mal Franz von Assisi gesagt haben. Er hat mal gesagt, predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, mit Worten. Fand ich klasse, das Zitat. Also oft machen nicht in erster Linie Worte, sondern Taten den Unterschied. Wenn du nicht bereit bist, das zu tun, was Gott in seinem Wort, der Bibel sagt, dann wirst du dir den Mund fusselig reden und es wird dir niemand
abnehmen. Es kann alles inhaltlich richtig sein, aber es wird dir niemand abnehmen. Aber ich weiß ja auch, ich bin ja auch ein Mensch, ich weiß, wie das ist. Noch ein Wort an die Zweifler. Es gibt ja Leute, die zweifeln immer. Ja, immer zweifeln. Die sagen, ja, ich weiß auch nicht so genau. Und im Glauben, ja, da habe ich auch noch so meine Zweifel. Und ich weiß doch selber nicht genau, was ich sagen soll. Und ich habe auch kein theologisches Seminar besucht. Und ja, der Pastor, der sagt das zwar immer so toll und so, aber ich, was soll ich denn schon sagen? Und ich habe doch selber Probleme mit dem Glauben vielleicht. Ich kann noch gar nichts sagen. Was will ich denn schon? Tolle Story habe ich noch für euch. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, ist Folgendes passiert. Weißt du, was da passiert ist? Das werden wir uns am besten gleich mal das können wir nachlesen. Matthäus 28, ganz am Ende von Matthäus, letztes Kapitel, Missionsbefehl, sehr bekannt. Matthäus 28, ab Vers 16 lese ich da. Also ab Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Nochmal auf den Vers 17 zurückzukommen. Die Jünger, die gezweifelt haben. Man könnte doch mindestens von diesen 11 Jüngern erwarten, dass die auf Zack sind. Und trotzdem, haben einige gezweifelt. Also nicht an Jesus, weil Jesus stand ja direkt vor ihnen, also das ist ja logisch. Nein, sie haben vielmehr an sich gezweifelt. Sie haben an sich selber gezweifelt. Und trotzdem sagt Jesus ganz unbeeindruckt, wie wenn die nicht zweifeln. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er sagt nicht hier, Achim, Konrad, du Zweifel, bitte, für dich gilt das jetzt nicht, mach mal kurz die Ohren zu. Ja? Nein, er sagt zu allen. Er sendet alle genau gleich aus, die zweifeln oder die nicht zweifeln. Er sagt, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie und wisst ihr was? Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Also Jesus schlägt nicht die Hände über den Kopf zu sagen, ach du Schreck. Das ist eine Bande. Da haben die nichts gelernt. Ich meine, überleg mal. Da gibt Gott seinen einzigen Sohn auf die Erde. Er setzt ihn allen Schikanen des Lebens aus, lässt ihn am Kreuz qualvoll sterben und nach der Auferstehung will er ihnen den wichtigsten Befehl erteilen und dann zweifeln einige. Seine engsten Gefährten. Also noch enger konnte man mit Jesus nicht leben. Mission gescheitert, oder? Könnte man sagen. Aber nicht bei Jesus. Nicht bei Jesus. Er sortiert die Jünger nicht aus. Er verspricht ihnen Beistand. Er sagt, ich bin bei euch. Wie lange, sagt er, bin ich bei euch? Bis zum Ende der Welt, sagt er, bin ich bei euch. Tja, Leute, und da ich heute vor euch stehe, ne, wie ihr seht, und rede, spricht das wohl alles dafür, dass es mit der Welt noch nicht zu Ende ist. Ja? Und weißt du, was das für dich bedeutet? Weißt du, was für dich bedeutet? Dass Jesus bei dir ist. Er möchte durch dich seine Liebe in die Welt weitergeben. Das heißt, Gottes Liebe to go. Also, let's go. Ja, ich werde beten. Amen.